Guten Morgen. Wir waren stehen geblieben bei der Repräsentantenunabhängigkeit. Das war ein Konzept oder eine Problematik, die entstanden war, als wir zwei Begriffe miteinander kombiniert hatten, die zunächst mit nichts miteinander zu tun haben, nämlich der Funktionsbegriff, über den wir einigermaßen ausführlich gesprochen haben, und den Begriff der Äquivalenzrelation, über den wir davor einigermaßen ausführlich gesprochen hatten. Und jeder einzelne dieser beiden Begriffe ist nicht komplett trivial, weil da müssen verschiedene Dinge zusammenkommen, dass man entweder von einer Funktion oder von einer Äquivalenzrelation spricht. Und bei der Problematik der Repräsentantenunabhängigkeit kommt es jetzt auf beide diese Begriffe an. Ja, das ist dann am Anfang ein bisschen unübersichtlich, weil man dann leicht den Überblick verliert. Aber das Problem war die Funktionsdefinition, dass man mit Hilfe von Äquivalenzklassen leicht eine Funktionsdefinition hinschreiben kann, von der dann aber nicht ganz offensichtlich ist, ob sie überhaupt, ob durch das, was so aussieht wie eine Funktionsdefinition, überhaupt tatsächlich eine Funktion erklärt wird. Die Funktionsdefinitionen, um die es da ging, die waren immer so von der Form, dass man gesagt hat, wir haben eine Funktion f, die geht von a nach b und wir wollen, das ist haben, und wir wollen eine Funktion h, die a, und wir haben eine Äquivalenzrelation auf der Definitionsmenge a und wir wollen eine Funktion h erklären auf der Menge aller Äquivalenzklassen, die von b von a nach ja, die von der Menge aller Äquivalenzklassen in a nach b geht. Und wir wollen sagen, eine Äquivalenzklasse soll von dem h abgebildet werden, indem ich sage, naja, irgendeine Äquivalenzklasse, die sehen alle so aus. Ich greife in diese Äquivalenzklasse rein und picke mir irgendein Element. Und guck, was macht das F mit dem? Das ein Element der Äquivalenzklasse ist ein Element von A und das F schickt es nach B und dann landet es irgendwo in B. Dann sage ich, dieses Ergebnis, das soll das Ergebnis sein von H, wenn ich das H anwende auf die Klasse, zu der das X gehört. Und die Schwierigkeit ist, Problem, und das H ist nur dann eine Funktion. Wenn gilt, ja, also wenn ich das H auf zwei Klassen anwende und es handelt sich um dieselbe Klasse, dann muss jedes Mal dasselbe Ergebnis rauskommen. Also wenn die Schwierigkeit besteht darin, dass diese Klasse hier ist nicht nur die Klasse von X, sondern sie ist eventuell auch die Klasse von irgendeinem anderen Element Y. Also dass es zwei Elemente gibt in A, die als Elemente von A verschieden sind, aber die zur gleichen Klasse gehören. Und dann ist die Gefahr, dass wenn dann f von x was anderes ist als f von y, dann haben f und Tilde nicht zusammengepasst und dann kracht's, wenn ich versuche, das h so zu definieren. Und damit das nicht passiert, muss ich das überprüfen. Ja, und zwar folgendes muss ich überprüfen. Das ist nur dann eine Funktion, wenn gilt für alle x und y aus a, das, was ich gerade gesagt habe, wenn die zur gleichen Klasse gehören. Das tun sie genau dann, wenn sie zueinander äquivalent sind. Also wenn für alle x und y aus a, die zueinander äquivalent sind, gilt, auf der rechten Seite kommt das raus, dasselbe raus. Und dann hängt der Funktionswert von f eben nicht vom einzelnen Element von a ab, sondern wirklich nur von der Klasse, zu der das gehört. Und dann kann ich die Funktion h so definieren, die sagt, gib mir die Klasse und dann weiß ich, was das f macht. Weil dann pickt das H aus der Klasse irgendein Element raus und es ist völlig egal, welches da ausgewählt wird. Das Ergebnis ist in jedem Fall dasselbe. Das ist genau das, was diese Formel hier gewährleistet. Und das nennt man Repräsentantenunabhängigkeit, weil dieses X hier in der Notation ist ein Repräsentant für die Klasse, ein Element von A, was für seine ganzen Klassenkameraden steht. Okay, also das ist immer zu überprüfen.
wenn es heißt, überprüfen Sie auf Repräsentantenunabhängigkeit oder überprüfen Sie, ob H wohl definiert ist oder ob die Funktionsdefinition von H zulässig ist oder so irgendwas, dann ist damit gemeint, beweisen Sie diese eingekastelte Formel. Und der Satz hier ist so eine prototypische Anwendung von diesem Prinzip der Repräsentantenunabhängigkeit. Da taucht es zum ersten Mal in der Theorie jetzt auf. Was sagt der Satz? Der Satz sagt, ich habe eine Funktion f, das ist so wie drüben auf dem Papier, wo ich hingekritzelt habe. Eine Funktion f, die geht von einer Menge a in eine Menge b. Und dann kann ich eine Äquivalenzrelation definieren. Drüben hatte ich gesagt, die ist schon gegeben und dann ist die Frage, passt das zueinander oder nicht. Aber hier in dem Satz geht es jetzt um eine ganz bestimmte Äquivalenzrelation, nämlich um die, die so erklärt ist, dass zwei Elemente von A zueinander äquivalent sein sollen, wenn das f bei denen den gleichen Funktionswert annimmt. Die Behauptung ist, das ist eine Äquivalenzrelation und Sie werden keine Schwierigkeiten haben, das nachzuweisen. Reflexiv, symmetrisch, transitiv, man sieht es schon durch Hinschauen, dass das alles erfüllt ist und es lässt sich auch leicht aufschreiben, da ist nicht viel zu beweisen. Und dann, das nächste ist dann diese Aussage, dass ich sage, ich baue jetzt was ich machen will in dem Satz, ist, ich will diese Funktion f hier zerlegen. Das ist das Ziel vom Satz. Die Funktion f ist weder injektiv noch surjektiv. Weder noch surjektiv im Allgemeinen, sondern die ist einfach eine Funktion, nehmen wir nichts drüber an. Und ich will sie jetzt als Verkettung darstellen von einer surjektiven und einer injektiven Funktion. Das ist so ein bisschen eine Strukturaussage, die sagt, alle Funktionen lassen sich zerlegen, faktorisieren, wenn Sie so wollen. Okay, und das ist jetzt der surjektive Faktor. Und der sagt, ich kann immer eine Funktion bilden, die geht von A in die Menge aller Äquivalenzklassen, die ja mit diesem lustigen Symbol hier bezeichnet war. Und die Funktion, die hier betrachtet werden soll, ist die, die jedem Element von A dessen Äquivalenzklasse zuordnet, also die Äquivalenzklasse, zu der es gehört. Das ist eine surjektive Funktion. Naja, okay, das ist aber auch eine sehr naheliegende Aussage, da ist auch nichts dazu zu beweisen, weil die Menge der Äquivalenzklassen, naja, die enthält lauter Äquivalenzklassen, aber es gibt keine leeren Äquivalenzklassen, sondern jede Äquivalenzklasse enthält mindestens ein Element. Naja, und von diesem Element wird die Klasse dann getroffen, wenn ich das G darauf anwende. Das heißt, das ist klarerweise surjektiv. Und 3 ist jetzt der interessante Teil, das ist der andere Faktor. Der sagt, es gibt eine injektive Funktion, H, die auf der Menge der Äquivalenzklassen definiert ist und nach B geht, sodass das F die Verkettung von den beiden ist. Das heißt, wir haben hier A und das F mappt das A nach B und dann haben wir hier ein C und das ist halt hier, der Satz sagt uns auch, was dieses C ist. Das ist die Menge aller Äquivalenzklassen, aber eigentlich ist uns das wurscht. Wir wollen eigentlich nur hier wissen, ich kann das F zerlegen als eine Verknüpfung von einer surjektiven Funktion E, die von A nach irgendwo hingeht, und einer Funktion H, die injektiv ist und von diesem irgendwo dann nach B geht. Und die Verknüpfung ist so, dass H nach G, also GH, dasselbe ist wie F. Und der vierte Teil des Satzes sagt, also der dritte Teil sagt, es gibt mindestens so eine Funktion h. Der vierte Teil sagt, und dann ist aber auch schon gut. Es gibt höchstens so eine Funktion h. Es gibt also genau eine, ist eindeutig bestimmt. Und der fünfte Teil, der ist dann wieder sehr einfach, der sagt, wenn das f surjektiv ist, dann ist das h bijektiv. Naja, okay, das heißt, die Surjektivität von f überträgt sich sofort auf das h. Und weil das H aber sowieso injektiv ist, ist es dann injektiv und surjektiv und das war ja definiert als bijektiv. Okay, das ist also dann wieder nicht so witzig. Drittens und viertens, das sollten wir uns aber anschauen. Schauen wir uns da den Beweis an. Und der Beweis sagt also jetzt vom dritten, ich muss also jetzt sagen, es gibt eine Funktion. Ja, dann schreibe ich mal eine hin und sage, das ist so eine. Da brauchen wir halt jetzt, wenn ich das Ding hinschreiben will, muss ich rechtfertigen, dass das sich dabei wirklich um eine Funktion handelt. Also betrachte
die Funktion h, die auf der Menge alle Äquivalenzklassen erklärt ist und nach b geht und die definiert ist durch h von irgendeiner Klasse ist gleich der Funktionswert von, so wie ich es oben da gemacht habe, dem. Und das ist tatsächlich eine Funktion. Diese Festlegung wird tatsächlich eine Funktion erklärt, also definiert, schreiben wir ein bisschen vornehmer. Denn, nur okay, und jetzt muss ich das, was da oben eingekastelt ist, muss ich zeigen, denn für alle, wenn x, y in a beliebig sind, mit x tilde y. Ja, und dann bin ich schon fertig, weil ich muss dann zeigen, f von x ist gleich f von y, damit das hier erlaubt ist. Aber so war ja das Tilde hier gerade definiert. Und dann nochmal rüberschauen. Das steht ja genau hier. Wenn die miteinander, ja, dann sind die gleich. Das ist genau das, was ich zeigen muss. Ich brauche also hier gar nichts zeigen, sondern nur auf die Definition verweisen. Dann gilt. Folgt f von x gleich f von y aus der Definition von Tilde. Das war ja gerade so gewählt. Das, genau. Also die Schwierigkeit hier in dem Fall ist nicht, sich ein kompliziertes Beweisargument auszudenken, sondern die Schwierigkeit ist hier zu sehen, was muss denn da überhaupt bewiesen werden oder warum ist da etwas zu beweisen. Und das ist hier eben da drin versteckt, dass so eine, wenn ich das so hinschreibe, dass das eben auch schief gehen kann. Und deshalb muss man zeigen, in dem Fall geht es nicht schief. Okay. Gut. Und jetzt habe ich aber nur gesagt, es gibt irgendeine Funktion, h, also das, was ich da hingeschrieben habe, ist eine Funktion. Jetzt muss ich aber noch die Aussage zeigen. Ich muss noch zeigen, diese Funktion ist injektiv und sie erfüllt diese Eigenschaft mit der Verkettung. Ja, dann das machen wir nacheinander. Zuerst das eine, dann das andere. Also h ist injektiv. H ist injektiv. Und das ist zu zeigen. Und das heißt, zu zeigen ist, für alle x und y aus A gilt, wenn wenn h von x-Klasse gleich h von y-Klasse ist, dann ist x-Klasse gleich y-Klasse. Wieso kommen da jetzt Klassen hin? In der Injektivität, in der Definition von Injektivität war von Klassen keine Rede, jetzt plötzlich doch. Ja, das liegt daran, dass das h eine Funktion ist, die es nicht auf a erklärt. A ist nicht der Definitionsbereich von h, sondern der Definitionsbereich ist die Menge aller Klassen. Jede Klasse ist aber die Klasse von einem bestimmten Element von a. Deshalb kann ich das so aufschreiben. Und wenn ich es so aufschreibe, dann komme ich leichter dann in den nächsten Schritt des Beweises rein. Ich hätte es aber auch irgendwie so schreiben können. Zunächst einmal für alle Klassen C1, C2 aus der Menge aller Klassen, das ist ja der Definitionsbereich von h, gilt h von der einen Klasse, wenn das dasselbe ist wie h von der anderen Klasse, dann sind die beiden Klassen gleich. So sieht's, nee, so sind wir näher dran an der Definition der Injektivität. Und das andere sagt aber nichts anderes, sondern das sagt nur, wenn hier eine Klasse und noch eine Klasse und das h für die beiden Klassen das gleiche Ergebnis ist, naja, dann sind die beiden Klassen gleich. Also, das ist okay. Und wenn ich es aber so hinschreibe, dann kann ich jetzt gleich reingehen und sagen, sein xy in a so, dass h von x gleich h von y ist. Und dann ist zu zeigen, dann ist x-Klasse gleich y-Klasse.
Naja, okay, also wenn H von, was ist denn H von x-Klasse? Also dann gilt H von x-Klasse ist f von x, weil so war das H definiert. Und wir hatten uns davon überzeugt, dass ich das so definieren darf und das zulässig ist und konsistent und keine Schwierigkeiten macht. Und dann ist das gleich, ist dann genau das gleiche wie das gleich. Und dieses hier, naja, das ist auch so definiert, das H von y-Klasse ist dann f von y. Ha. Ja, also wenn die beiden gleich sind, dann sind die beiden gleich, weil so ist das H festgelegt. So, und wenn die beiden gleich sind, na, jetzt verwende ich wieder die Äquivalenzrelation, aber interessanterweise in die andere Richtung. Hier habe ich vorher gesagt, weil die äquivalent sind, dann sind f von x gleich f von y. Und hier weiß ich jetzt, weil f von x gleich y ist, dann sind die äquivalent. Und wenn wir schauen, genau, ganz vorsichtig, hier, das ist ein Äquivalenzfall, der geht in beide Richtungen. Ich brauche ihn auch in beide Richtungen. Ich brauche ihn jetzt in die andere Richtung als vorher. Und daraus folgt, x ist Tilde mit y. Oh, und wenn x mit Tilde mit y ist, dann müssen die beiden Klassen gleich sein, weil da hatten wir einen Satz, als wir über Äquivalenzklassen gesprochen haben, dass das genau dasselbe aussagt. X und y sind zueinander in Beziehung, genau dann, wenn die Klassen gleich sind. Und aus. Das ist genau das, was hier zu zeigen war. Also wir haben das angenommen und das hier gezeigt und mehr war nicht gefordert für die Injektivität. Und jetzt bleibt noch zu zeigen, dass F die Komposition ist von H und G. Zu zeigen ist jetzt, zwei Funktionen sind gleich. Wir wissen schon, wie wir zeigen, zwei Mengen sind gleich. Wenn Sie zu zeigen haben, zwei Mengen sind gleich, dann zeigen Sie, jede ist die Teilmenge der anderen in beide Richtungen und nehmen ein beliebiges Element aus der einen und zeigen, es ist auch in der anderen. Wenn Sie zeigen müssen, zwei Funktionen sind gleich, dann müssen Sie streng genommen zunächst einmal überprüfen, haben die den gleichen Definitionsbereich und den gleichen Wertebereich. Das ist aber meistens so offensichtlich, dass wir das gar nicht erst hinschreiben. Weil, also hier ist es ja klar, also diese Funktion hier, die geht von a nach b und hier das g geht von a nach, wir haben es c genannt auf der anderen Seite und das h geht von c nach b, das heißt, die Komposition geht auch von a nach b. Das ist okay, aber schreiben wir es hin, zu zeigen, beide Seiten sind Funktionen von a nach b. Und was dann zu zeigen bleibt, ist, dass für alle x aus a gilt, es kommt dasselbe raus. Also die Funktionswerte stimmen alle überein an entsprechenden Punkten. Also f von x ist gleich h verkettet mit g von x. Und das fällt uns aber jetzt auch entgegen, weil das wieder genauso gemacht ist, dass das passiert. Sei x in a beliebig, dann gilt, ja, wenn ich rechts anfange, bei dem komplizierteren, und rechne das einfach aus, dann ist h verkettet mit g angewandt auf x, nach dem, was dieser Kringel hier bedeutet, ist das h von g von x. Und dann, wenn Sie sich erinnern, was das g war die Funktion, die jedes x auf seine Klasse abbildet. Das heißt, das hier ist h von x-Klasse. Na schön, und jetzt, wenn wir uns jetzt anschauen, was ist das H, wie ist das H erklärt, das mappt jede Klasse auf den Funktionswert von irgendeinem Repräsentanten. Also das ist f von x und dann sind wir schon fertig, weil das hier ist dann gleich, gleich, gleich dem hier, so wie das hier behauptet ist. Jetzt haben wir den dritten Punkt fertig bewiesen, der ist dann fertig. Und der vierte Punkt, den schauen wir uns auch noch an. Dass die Funktion h eindeutig ist. Was bedeutet das? Wenn Sie Eindeutigkeit zeigen müssen, das ist auch immer wieder derselbe Witz. Wenn Sie Eindeutigkeit zeigen, dann nehmen Sie zwei und zeigen, die sind gleich. Machen wir das also. Sei h Tilde a nach Tilde nach b auch eine Funktion. Eine injektive Funktion, brauchen wir aber glaube ich gar nicht, aber schreiben wir es dazu. Also auch eine, mit die Eigenschaften von H hat, eine
injektive Funktion mit f ist gleich h Tilde nach g. Und zu zeigen ist es daraus dann folgt, dass das h gleich dem h Tilde ist. Dann ist das h eindeutig, dann gibt es kein anderes, außer dem, was wir oben schon gefunden haben. So, und jetzt, okay, jetzt haben wir wieder Gleichheit von zwei Funktionen zu zeigen. Das heißt, die Definitionsbereiche stimmen überein, die Wertebereiche stimmen überein. Und was dann zu zeigen ist, das heißt, zu zeigen ist für alle x aus a gilt h, und ich schreibe es jetzt wieder mit Elementen von a auf, das heißt, die h und h Tilde sind in Wirklichkeit auf den Klassen definiert, das heißt, dann schauen, h von x Klasse ist gleich h Tilde von x Klasse. Naja, okay, und dann sei x aus a beliebig. Und dann gilt, ja, was gilt dann? H von x Tilde ist gleich, naja, nachdem wie das definiert ist, das ist das H von vorher, es ist einfach f von x. Und jetzt das H Tilde von x, was weiß ich über das? Von dem h Tilde weiß ich, dass es verkettet mit dem g das fg gibt. Und praktischerweise ist das ja hier genau das g von x. Also das g mappt ja das x auf die Klasse von x. Das heißt, das, was hier steht, ist h Tilde von g von x. Und das ist h Tilde Kringel g von x. Und das ist die Verkettung von den beiden. Und das ist aber nach der Annahme hier, ist das f von x. Na, fertig. Dann das hier ist dasselbe wie das hier. Und dann habe ich gezeigt, das hier ist gleich dem hier, genauso wie da gefordert war. Und dann habe ich die Eindeutigkeit gezeigt. Und dann bin ich durch mit dem Satz. Mein 5 ist wieder einfach. 1, 2 und 5 können Sie sich selbst überlegen, wenn Sie möchten. Oder vielleicht geben wir es aufs Übungsblatt. Machen wir ein Beispiel zu dem Satz, bevor wir dann zu was anderem kommen. Und zwar, ja, machen wir zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist A, 1, 2, 3, 4, B gleich A, B, C, D und F in die Funktion von A nach B, festgelegt durch folgende Tabelle. 1 geht nach C, 2 geht nach A, 3 geht nach C und 4 geht nach B. Eine Funktion. So, und was passiert jetzt, was macht der Satz? Der Satz sagt, ich habe hier die Menge A, die enthält 1, 2, 3, 4 und das F bildet die ab auf die Menge B. Die enthält a, b, c, d. Die Funktion ist weder surjektiv noch injektiv, weil sie ist nicht injektiv, weil c zweimal getroffen wird. Und das ist irgendwie das Problem von f, das wollen wir nicht. Wir hätten gerne eine injektive Funktion. Der Satz hilft uns dabei, dieses Manko da von f zu reparieren. Die Funktion f ist aber auch nicht surjektiv, weil zum Beispiel das d nicht getroffen wird. Und wenn eine Surjektivität nicht gegeben ist, das ist einfacher zu reparieren. Da brauchen wir nicht einen Satz, sondern da können wir einfach sagen, wir ändern das B und schränken das ein. Und sagen, naja, wir werfen einfach alles, was nicht getroffen wird, raus. Und sagen, ja, ich mache ein B-B' ohne das D und ersetze hier das B'. Ja, da habe ich natürlich dann eine Funktion, die surjektiv ist. Das ist einfach. Interessant ist aber, wie ich die Injektivität hier repariere. Und dazu sage ich, ich gehe hier auf eine andere Menge, g, und sagt dann, statt dem f verwende ich das h. Und das h ist injektiv, das ist das h aus dem Satz. Wie macht der Satz das? Der Satz sagt, naja, wenn Dinge mehrmals getroffen werden, dann verschmelzt sich die einfach zu einem Objekt. Weil das, was hier die Injektivität stört, ist das c. Das c wird zweimal getroffen. Das darf bei Injektivität nicht sein.
Ja, dann cluster ich die einfach zusammen und sage, die Äquivalenzrelation, die auf A erklärt ist, die sagt ja genau dies, die sagt 1 und 3 bilden eine Klasse und 2 bildet eine Klasse und 4 bildet eine Klasse. Und jetzt das H nimmt Klassen als Input und nicht einzelne Zahlen. Also das hier ist die Menge A nach Tilde, die Menge aller Äquivalenzklassen. Drei Äquivalenzklassen sind da drin. Und das H, ne, ich könnte es genau aufschreiben, das H, na erstmal das G vielleicht, das haben wir X, G von X. Das X ist 1, 2, 3, 4, also das geht ja von A nach B und 1 geht nach 1, 3, so, 2 geht nach 2, 3 geht nach 1, 3 und 4 geht nach 4. Und dann Y, H von Y. Da gucke ich jetzt, welche Klassen gibt es. Es gibt die Klasse 1, 3, die Klasse 2, die Klasse 4. Und worauf werden die abgebildet? Naja, das muss ich jetzt dann so machen, dass es dasselbe tut wie das H. Entschuldigung, wie das F. Das heißt, ich muss schauen, das F mappt 1 auf C. Und hier nehme ich jetzt aus dieser Klasse irgendeinen raus und es ist nach Konstruktion egal welchen. Ich nehme den Einser und gucke, was macht das F mit dem Einser. Es mappt ihn auf C. Wenn ich den Dreier genommen hätte, der wird auch auf C abgebildet, deshalb ist es egal. Und dann kann ich sagen, die ganze Klasse wird auf C abgebildet. Der Zweier wird auf A abgebildet und der Vierer auf B. Und das ist also jetzt diese Funktion H, die die Klassen abbildet auf Elemente von B. Und die so gemacht ist, dass sie injektiv ist, weil Sie sehen, jetzt ist nicht mehr so, dass das C hier unten zweimal steht. Es steht dann nur noch einmal, weil vorher war es da zweimal, aber die zwei Argumente, die das C lieferten, die haben wir zusammengezogen. Die sind jetzt eins. Und das ist injektiv. Und das G ist surjektiv. Ja, das ist aber, weil jede Klasse halt irgendein Ding enthält und wir dann nicht irgendwie noch zusätzlichen Müll da reintun, sondern nur wirklich die Äquivalenzklassen. Und nichts, was wir nicht brauchen. Und die Verkettung ist f von 1, ja, f von 1 wäre c, aber wenn ich unten rum gehe, dann wird 1 abgebildet auf die Klasse, die 1 enthält, und die Klasse, die 1 enthält, wird von dem h dann wieder auf das c abgebildet, weil so war das h ja genau gemacht. Okay, das heißt, unten rum ist dasselbe wie oben rum. Das ist, und der Satz sagt, das geht jetzt nicht nur in diesem einen Beispiel, sondern das geht immer, egal wie kompliziert die Mengen a und b und wie kompliziert die Funktion f ist, Sie können das immer so zerlegen. Und dann ein Beispiel mit Zahlen. Stattdessen nehmen wir hier a und b gleich z und als Funktion f von a nach b. Nehme ich die Funktion f von x und ich mache jetzt Division mit Rest. Ich schreibe sofort hin, was damit gemeint ist. Rem ist da die Notation, die ich dafür gerne verwenden würde. Und dann schiebe ich sofort die Definition nach. Definition für je zwei Elemente. A und B aus Z mit B ungleich 0 existieren eindeutig bestimmte Zahlen Q und R in Z mit 0 kleiner gleich R kleiner B. Und A ist gleich Q mal B plus R. Und das ist Division mit Rest, das erschrecken Sie nicht, das ist was, das kennen Sie seit langer Zeit. Und wenn, das ist also, wie Sie nehmen A, die ganze Zahl A, und machen Division durch B, aber nicht, dass ein Bruch rauskommt, sondern wie in der Volksschule, das geht so oft rein und so viel bleibt übrig. Und das, wie oft es reingeht, das ist das Q, der Quotient. Und das, was übrig bleibt, das ist R, das ist der Rest. Oh, so, das ist jetzt noch nicht, das ist eigentlich keine Definition, sondern ein Satz, dass es die gibt und dass die eindeutig sind. Die Definition ist, man nennt Quo
AB dieses Q, den Quotient, und REM von Englisch für Remainder, Rest, den Rest von A. Bezüglich B. So, und so eine Funktion nehme ich jetzt hier, die Restfunktion, die nimmt immer irgendeine Zahl und ich dividiere die durch 6 und gucke, welcher Rest rauskommt. Den Rest nehme ich als Funktionswert von f. Also, zurück zu dem Beispiel. Nehmen wir hier 0, 1, 2. Ja, das ist noch sehr einfach, die kleinen Zahlen, aber wenn ich dann hier 6 habe, 6 geht wieder auf 0, 7 geht auf 1, minus 1 geht auf 5 und minus 2 auf 4 und 60 geht wieder auf 0 und so weiter. So, das ist also jetzt eine Funktion, die ist wieder nicht injektiv und nicht surjektiv. Sie ist nicht injektiv, weil ihr seht, die 0 wird zweimal getroffen oder sogar noch öfter, das nochmal. Und sie ist nicht surjektiv, weil für das R habe ich ja hier verlangt, dass das zwischen 0 und B liegt. Das heißt, als R kommt nur in Frage 0, 1, 2, 3, 4 und 5. Dann kann es nicht surjektiv sein, weil es gibt kein Argument, das den Funktionswert 17 oder 23 liefert. Ist nicht surjektiv. Also f weder injektiv noch surjektiv. Na gut, macht nichts. Was macht der Satz damit? Und der Satz sagt jetzt, ich nehme z, f, z. Und jetzt schaue ich, was heißt f von x. So, hier sage ich jetzt, das g geht jetzt da in so eine Menge von Äquivalenzklassen. Und dann von dort kommt das h wieder hoch. Das h sagt, für den Funktionswert von f ist es gar nicht genau relevant, was das Argument war, sondern es ist nur relevant, zu welcher Klasse es gehört, wenn ich alle Argumente mit dem gleichen Funktionswert zu Klassen zusammenfasse. Und das ist jetzt aber eine Äquivalenzrelation, die wir schon gesehen haben. Beachte. Es gilt, A ist kongruent modulo 6 zu B, genau dann, wenn REM A6 ist gleich REM B6. Das heißt, diese Menge von Äquivalenzklassen, das ist genau die Äquivalenzrelation, die wir vorher hatten. Also, weil das hier ist ja f von A gleich f von B. Das heißt, was macht das G? Das G nimmt die ganze Zahl, zum Beispiel 17, und ordnet ihr die Klasse zu der 17 gehört. Das wäre also die Klasse von minus 1 oder die Klasse von 5. Okay. Und das H sagt dann, was ist dann der Rest von allen Elementen dieser Klasse? Ja, das wäre dann 5, weil das ist das einzige Element in der Klasse, was zwischen 0 und 6 liegt. 0 inklusive und 6 ausgenommen. Okay, also H von 17 Klasse zum Beispiel, das ist dasselbe wie H von minus 1 Klasse, nämlich, ja, das ist auch dasselbe wie H von 5 Klasse, nämlich 5. Okay. Weil hier die Differenz jeweils, so hatten wir den hier definiert, hier hatten wir gesagt, die Differenz ist ein Vielfaches von 6. Anders sehen Sie hier, die Differenz zwischen dem und dem ist 18, ist ein Vielfaches von 6. Die Differenz zwischen dem und dem ist 6, ein Vielfaches von 6. Und hier ist es 12. Also wir haben 17 ist kongruent zu minus 1 und das ist eben so kongruent zu 5. Die leben also alle in der gleichen Klasse. Und drum ist dem H das egal, ob ich jetzt 17 oder minus 1 oder 5 habe. Das H braucht das gar nicht zu wissen. Das H braucht nur zu wissen, welche Klasse ist der Input. Und dann weiß ich, dass F macht alle Elemente dieser Klasse zu 5.
Jetzt was anderes. Wir hatten hier jetzt mit Zahlen zu tun. Und ich habe mal am Anfang darauf hingewiesen oder Sie eingeladen, darauf zu achten, dass wir in der Theorie kaum von Zahlen sprechen werden. Und hier war das jetzt auch wieder so. Die Zahlen treten gelegentlich als Beispiele auf. Aber in der Theorie haben wir bisher immer nur Funktionen, Relationen, Mengen und so Sachen gemacht. Da war aber dann Theorie in den Sätzen und Definitionen nie irgendwo von Zahlen die Rede. Und darum hatten wir dann immer auch so lustige Beispiele mit so Kringeln und so oder mit geometrischen Figuren und konnten von denen auch Teilmengen und Funktionen und Injektiv, Surjektiv oder Klassen oder sowas betrachten. Für diese Begriffe war es unerheblich, dass wir es mit Zahlen zu tun hätten, wie man es für die Mathematik vielleicht erwarten würde. Und was Sie vielleicht jetzt vermissen, was man von Zahlen doch ständig kennt und gewohnt ist, ist, dass man rechnet. Also ein Plus oder sowas, ein Plus oder ein Mal, das ist doch ganz charakteristisch für Zahlen, dass ich 5 plus 7 rechne und es kommt 12 raus. Aber wenn wir das jetzt machen, dann brauchen wir dann wirklich Zahlen, könnte man meinen. Stimmt aber nicht. Denn was wir jetzt machen, ist genau dasselbe, wie was wir vorher für die Äquivalenzrelation und für die Ordnungsrelation gemacht haben. Da haben wir auch gesagt, bei der Ordnungsrelation, wir haben ein kleiner Gleich, das ist auf den Zahlen definiert und das kennen wir irgendwo von Zahlen. Aber es fällt uns auf, dass das kleiner Gleich gewisse Eigenschaften hat und wir fast immer nur diese Eigenschaften verwenden und gar nicht die genaue Definition von diesem konkreten kleiner Gleich. Und dann extrahieren wir diese. Dann haben wir diese Eigenschaften extrahiert und gesagt, wenn wir irgendeine Relation haben, die diese drei Eigenschaften haben, dann nennen wir das eine Ordnungsrelation und es ist wurscht, auf welchen Objekten die erklärt ist. Solange die Eigenschaften erfüllt sind, fühlt sich das so an wie kleiner gleich. Mehr oder weniger, abhängig davon, ob es eine Halbordnung oder eine Totalordnung ist. Und dann können wir damit genauso argumentieren, wie wir es vom kleiner gleich gelöst haben, wenn wir gewohnt sind, wenn wir Ungleichungen lösen oder sowas. Und bei Äquivalenzrelationen haben wir das auch so gemacht. Da haben wir gesagt, es gibt Gleichheit als den ganz zentralen Begriff in allen Teilen der Mathematik. Geht es immer um Gleichheit. Irgendwas ist gleich mit irgendetwas anderem. Aber für die Gleichheit ist es auch wieder so. Sie brauchen eigentlich da nicht genau die Definition von Gleichheit, sondern sie brauchen drei wesentliche Eigenschaften. Und die haben wir dann gesagt, na, die nehmen wir zusammen und sagen, irgendeine Relation ist eine Äquivalenzrelation, wenn sie diese Eigenschaften erfüllt. Und haben dann gesehen, so Äquivalenzrelation, das ist eine Variante, eine Relation, die nah genug an der Gleichheit dran ist, dass wir sie so behandeln können wie Gleichheit. Und in dem Fall ist sie sogar so nah dran, dass wir es mit Hilfe des Äquivalenzklassenbegriffs dann auf die Gleichheit zurückführen können, auf die Standardgleichheit, wenn Sie so wollen, indem wir sagen, zwei Elemente sind genau dann äquivalent, wenn ihre Klassen gleich sind. Jedenfalls ist das, was wir jetzt als nächstes auch machen. Statt dass wir uns auf Zahlen zurückziehen, um Plus und Mal durchzuführen, sagen wir da einfach, was macht Plus und Mal eigentlich aus? Und dann sagen wir, na, wenn wir irgendwas anderes haben, was diese Eigenschaften auch hat, dann ist uns das genauso recht. Okay? Und da fangen wir jetzt mal an. Das uns zu überlegen, wie müsste man das jetzt präzise aufschreiben? Das ist jetzt in der nächsten Definition gemacht und das ist auch wieder so ein zweistufiger Prozess jetzt in dem Skriptum. Sie erinnern sich, vorher hatten wir auch so elementare, atomare Eigenschaften, Reflexivität, Antisymmetrie und so festgelegt und in einem nächsten Schritt gesagt, so und die clustern wir jetzt zusammen, dann nehmen wir mehrere von denen zusammen und dann entsteht etwas, das ist handlich. Das verhält sich wie gewohnt. So, und hier nehmen wir jetzt erstmal wieder die atomaren Begriffe, die grundlegenden Begriffe, Eigenschaften, die erfüllt sein können oder nicht und von denen wir dann später wollen, dass einige von denen erfüllt sind. Und das Setting ist so, dass wir eine Menge haben, eine Grundmenge und dann eine sogenannte Verknüpfung. Unter einer Verknüpfung können Sie sich sowas vorstellen wie Plus. Eine Addition oder wie mal. Und das Charakteristische davon ist, es nimmt zwei Dinge aus der Grundmenge als Input und produziert ein Element der Grundmenge als Output. Also so wie 5 plus 7 als Input ist gleich 12 als Output. Oh, okay, also und formal ist es aber jetzt wieder nicht ein völlig neues Konzept,
sondern es ist was, was sich zurückführen lässt auf was, was wir schon gesehen haben, nämlich auf den Funktionsbegriff. Es ist halt jetzt eine Funktion, die ein Paar von zwei Elementen von A als Input nimmt und ein einzelnes Element als Output hat. Und das macht ja nichts. Das ist der Definitionsbereich ist halt jetzt die Menge aller Paare. Und naja, und normalerweise würden wir eine Funktion f nennen, aber das ist dann, das ist dann nicht so handlich. Es ist besser, wenn man da andere Symbole verwendet, zum Beispiel so ein Kringel, und den schreibt man dann zwischen die beiden Komponenten des Paares. Also statt dass ich jetzt schreibe f von x und y, würde ich schreiben x f y. Und das ist dann aber nicht gut, wenn ich f nehme. Ich nehme stattdessen irgendwie so ein Symbol wie plus zum Beispiel, plus xy. Das schreibe ich dann als x plus y. Na, und das sieht doch schon sehr vertraut aus. Okay, aber es ist eben, dessen muss man sich klar werden, es ist nur eine Funktion. Es ist nichts anderes als eine Funktion. Es ist nur ein bisschen anders geschrieben. Ich schreibe das Ding in die Mitte und ich nehme dann jetzt auch nicht immer plus als Symbol. Ich könnte auch mal nehmen, aber plus und mal haben halt dann schon Bedeutungen, die wir zu stark mit Zahlen assoziieren. Deshalb nehme ich so einen Kringel jetzt als allgemeines Verknüpfungssymbol oder manchmal vielleicht auch einen Stern oder sowas. Oder einen ausgefüllten Kreis oder so. Ja, jedenfalls, das ist eine Verknüpfung. Nimmt zwei Elemente der Grundmenge als Input und macht daraus ein Element der Grundmenge. Und so eine Verknüpfung kann Eigenschaften haben, die Sie von Addition und Multiplikation kennen, weil diese solche Eigenschaften nämlich erfüllen. Und zwar die Assoziativität, die Kommutativität, die beide in gewisser Weise was mit der Reihenfolge zu tun haben, aber nicht genau gleich. Bei Kommutativität heißt es, Sie können die Komponenten des Paars umordnen und das hat auf das Ergebnis keinen Einfluss. Also 5 plus 7 ist dasselbe wie 7 plus 5. Und zwar für je zwei Elemente der Grundmenge. Und Assoziativität hat auch irgendwas mit Reihenfolge zu tun, aber ein bisschen in einem anderen Sinn. Da geht es darum, wie können Sie klammern. Und assoziativ ist es, wenn es wurscht ist, wie Sie klammern. Wenn also. Ohne dass Sie die Reihenfolge vertauschen, aber es ist egal, ob Sie von vorne nach hinten rechnen oder von hinten nach vorne. Das ist also nicht genau dasselbe wie hier unten, das ist was anderes. Das hier sagt, Sie können zuerst x und y ausrechnen und dieses Ergebnis dann immer noch links stehend mit z verrechnen. Oder Sie können zuerst y und z verrechnen und dieses Ergebnis dann aber rechts stehend mit dem x verrechnen. Okay? Also das wäre Assoziativität, das ist Kommutativität. Und es muss jeweils immer für alle Elemente aus der Grundmenge gelten und nicht nur einfach für ein paar. Dann gibt es den Begriff des Neutralelements. Das ist auch etwas, das man von Plus und Mal kennt. Das ist sowas wie eine 0 bei Plus oder wie eine 1 bei Mal. Das ist nämlich ein Element, das man mit jedem anderen Element von rechts oder von links verrechnen kann und man kriegt dann wieder das ursprüngliche Element raus. Also hier steht's. Für alle Elemente von A soll gelten, wenn ich dieses Element hier nehme von rechts, oder von links auf dieses x, dann kommt wieder das x raus. Also so wie 0 plus 5 dasselbe wie 5 plus 0 ist, nämlich 5. Und nicht nur für 5, sondern auch für alle anderen Zahlen. Wenn Sie sowas haben, so ein Element wie die 0, dann nennt man das ein Neutralelement bezüglich dieser Verknüpfung. Und in diesem Fall, wenn Sie ein Neutralelement haben, dann können wir auch von Invertierbarkeit sprechen und wir sagen dann ein Element von A aus der Grundmenge heißt invertierbar, wenn ich es mit irgendeinem anderen Element verknüpfen kann, sodass das Ergebnis das Neutralelement ist. Also x ist invertierbar, falls es gibt ein Element aus der Grundmenge, das hier mit y bezeichnet ist, sodass wenn ich x mit y verrechne, egal ob von rechts oder von links, jedes Mal das Neutralelement rauskommt. Und wir sind hier in der Definition, das heißt, da können wir festlegen, wie das dann heißen soll. Das heißt dann nicht nur, dass das x invertierbar ist, sondern wir sagen, dieses so ein y, wie hier, nennt man ein Inverses von x. Beispiel. Naja, ich habe ein paar Beispiele schon
schon genannt. Also Plus und Mal auf sind Verknüpfungen. Auf, no, und dann können Sie jetzt aussuchen auf Z, auf N, auf Q, R, C, wenn Sie wollen. Und zwar jeweils aber andere. Also Plus und Mal ist natürlich, was unterscheidet sich voneinander, aber wir sind ganz pingelig und ganz präzise und wir unterscheiden auch, das Plus auf den ganzen Zahlen ist eine andere Verknüpfung als das Plus auf den rationalen Zahlen. Denn für eine Funktion ist ja immer wesentlich, was ist der Definitionsbereich und was ist der Wertebereich. Und im einen Fall ist es eben Paare von ganzen Zahlen und im anderen Fall sind es Paare von rationalen Zahlen. Und selbst wenn wir da das gleiche Symbol verwenden, betrachten wir das als verschiedene Verknüpfungen. Also hier habe ich jetzt 10 Verknüpfungen hingeschrieben, nämlich für jede von denen ein Plus und für jede von denen ein Mal. Und diese Verknüpfungen sind assoziativ, Sie können Klammern, wie Sie wollen, und kommutativ. Sie können vertauschen. Und bezüglich Plus ist 0 ein Neutralelement. Bezüglich Mal ist 1 ein Neutralelement, weil Sie haben hier 0 plus 17 ist 17, 17 plus 0 ist 17 und so weiter. Und hier haben Sie einmal irgendwas ist immer das irgendwas. Sogar auch einmal 0 gleich 0. Das brauche ich dann nicht, da noch nicht rauszunehmen, aber jetzt bald dann. Nämlich, was ist mit Inversen? Das kommt jetzt drauf an. Da muss ich jetzt unterscheiden. Also in zum Beispiel, na, sagen wir A, in Z hat jedes Element ein inverses bezüglich Plus. Zum Beispiel ist 5 ist das inverse, dann ist nicht das inverse, ist ein inverses von minus 5 und minus 5 ist ein inverses von 5 und 0 ist ein Inverses von 0. Ja, und alle anderen Beispiele sind so wie eins von diesen dreien. Aber was ist mit Mal? In Z sind die einzigen Elemente, die bezüglich Mal invertierbar sind. Welche? 1 und minus 1. Okay, denn naja, das Neutralelement, das kann man sich überhaupt allgemein überlegen. Das Neutralelement ist immer sein eigenes Inverses. Das geht nicht anders. Oh, und das ist also hier jetzt 1. 1. 1 mal 1 ist 1. Sehr gut, okay, das ist immer so. Aber Sie haben auch minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Das heißt, minus 1 ist auch sein eigenes Inverses. Und in Z war es das dann aber schon. 5 zum Beispiel hat kein Inverses, obwohl ich das hier gerade hingeschrieben habe, es hätte 1. Aber das hier ist das Inverse bezüglich Plus. Das Inverse bezüglich Mal wäre ein Fünftel, das spielt aber in Z nicht mit. Das heißt, in Z ist 5 nicht invertierbar, aber in Q ist jedes Element bezüglich Mal invertierbar, außer 0. Weil wir hatten ja vorher gesagt, 0 mal irgendwas ist 0. Da haben wir schon gesagt, nein, aber es stimmt. 0 mal irgendwas ist 0 und für ein Inverses bräuchten Sie 0 mal das Inverse gleich 1. Das haut aber nicht hin, sondern so eine rationale Zahl gibt es nicht, weil die Arithmetik auf Q halt so konstruiert ist, dass es da so ein Ding nicht gibt. Sie könnten vielleicht irgendein anderes Q sich ausdenken, in dem das geht, aber das Standard-Q hat das nicht, macht aber nichts. Das muss man natürlich wissen. Aber
Ja, aber für die Definition ist es so, manche Dinge sind invertierbar, manche sind nicht invertierbar. Und es sind manchmal sehr viele, manchmal nur einige und manchmal nur das neutrale Element im Extremfall. In Q ist also jedes Element bezüglich var invertierbar, außer der 0. Und bei R und C ist es genauso. Und genau. Genau, und dann wären das ein paar Beispiele für Verknüpfungen und Eigenschaften von Verknüpfungen, Neutralelemente, assoziativ und kommutativ. Und jetzt habe ich aber doch wieder was mit Zahlen gemacht. Aber jetzt machen wir wieder was ohne Zahlen, damit Sie sehen, der Verknüpfungsbegriff ist allgemeiner. Und ich nehme jetzt irgendeine Grundmenge, zum Beispiel die Menge, die diese drei Symbole hier enthält. Und kann ich jetzt auch leicht eine Operation erklären. Also ja, bei Funktionen hätten wir einfach eine Tabelle gemacht. Das können wir hier auch. Man macht dann eine Verknüpfungstabelle. Ich schreibe das so auf. Also hier muss ich jetzt immer zwei Inputs machen. Das kann ich so aufschreiben, dass ich in die Zeilen und Spalten was eintrage und dann immer sage hier, wenn ich, was soll Quadrat verknüpft mit Quadrat geben. Das kann ich jetzt festlegen, wie ich will. Zum Beispiel, hoppla. Zum Beispiel ist das dann das Dreieck und das hier wäre das. Der mit dem ist das und der mit dem ist vielleicht das und der mit dem ist wieder das und der mit dem ist der und der mit dem ist auch der. Und ja, oder wie sie so vielleicht, damit er auch nicht zu kurz kommt und so. Okay, und das ist eine Verknüpfung. Ja, also die nimmt auch zwei Elemente von der Grundmenge als Input und verrechnet die miteinander. Es kommt ein Element der Grundmenge wieder raus. Ja. Okay. Diese Verknüpfung, wenn ich da jetzt irgendwas Beliebiges hinschreibe, dann wird die natürlich weniger Eigenschaften haben. Also die wird mit großer Wahrscheinlichkeit, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht assoziativ sein. Kommutativ ist sie sicher nicht, weil Kommutativität würden Sie an der Tabelle erkennen, die wäre dann symmetrisch um die Diagonale. Wenn Sie das so flippen, würde dasselbe rauskommen. Das ist aber hier nicht. Also hier haben wir zum Beispiel nicht kommutativ, weil zum Beispiel der verknüpft mit dem ist der, aber der verknüpft mit dem, der verknüpft mit dem ist der, und die beiden sind aber was anderes. Okay. Und nicht assoziativ, ja, da werden Sie ohne Schwierigkeiten auch ein Beispiel finden, sodass da was anderes rauskommt. Also das ist dann, das können Sie machen, ist aber nicht so interessant bei endlichen Mengen. Ja. So. Ja, bei endlichen Mengen können Sie Verknüpfungen mit einer Tabelle hinschreiben, aber meistens ist das nicht sehr brauchbar oder besonders nützlich. Machen wir wieder was Mathematischeres oder was, das ist auch mathematisch, aber was mathematischer aussieht, und zwar mit Mengen. Wir wollen jetzt rechnen, nicht mit Zahlen, sondern mit Mengen. Und dazu nehmen wir eine Menge. Ja, Menge. Und diese Menge soll aber jetzt nicht unsere Grundmenge sein, sondern als Grundmenge nehmen wir die Potenzmenge von dieser ersten Menge. Und auf der Menge A, auf dieser Potenzmenge, das ist die Menge aller Teilmengen von M, haben wir zwei Verknüpfungen, die wir schon kennen, nämlich Schnitt und Vereinigung. Also auf dieser Menge A sind Schnitt und Vereinigungen Verknüpfungen. Denn auch hier ist es so, Sie nehmen zwei Mengen als Input, zwei Teilmengen von M, verrechnen die, rauskommt eine andere Teilmenge von M. Oder vielleicht die gleiche, wie eine von den beiden Operanden, aber jedenfalls ist ein Paar ist ein Input und ein Einzelnes ist ein Output. Und jetzt können wir wieder überlegen, welche Eigenschaften hat das. Es ist assoziativ, in dem Fall stimmt das. Beide sind assoziativ, beide sind kommutativ. Gibt es neutrale Elemente? Neutralelemente. Ja, das geht. Ein Neutralelement von der Verknüpfung.
von der, Entschuldigung, vom Schnitt ist jetzt, muss eine Menge sein, die so ist, dass wenn ich irgendeine Menge, muss, ja, dass, wenn ich irgendeine Menge nehme und schneide die mit dem neutralen Element, dann muss diese erste Menge wieder rauskommen. Und zwar unabhängig davon, was ich wähle. Ja, das geht hier, weil ich habe hier jetzt nicht die Menge aller Mengen genommen. Das geht auch gar nicht, das wäre Unsinn. Ich habe hier nur als Grundmenge a die Menge genommen aller Teilmengen von m. Das heißt, wenn ich irgendeine Teilmenge von m nehme und schneide die mit m, dann tut der das nicht weh. Und deshalb ist das m ein Neutralelement. Ein Neutralelement bezüglich dem Schnitt ist m. Weil denn für jede Teilmenge von m gilt, die Teilmenge geschnitten mit m ist wieder die Teilmenge selbst. Und ein Neutralelement von der Vereinigung haben wir auch. Weil wenn ich irgendeine Menge nehme und vereinige sie mit der leeren Menge, dann tut der das auch nicht weh. Die bleibt das, was sie ist. Aber es gibt keine Inversen. Weder hier noch da. Das sieht man aber auch leicht ein, denn wenn Sie irgendwie ein Inverses hätten, was wäre das denn dann, wenn Sie eine Menge hätten? Dann müssten Sie die mit einer anderen Menge schneiden, sodass als Ergebnis das gesamte Universum rauskommt. Ja, das wird schwierig, weil beim Schneiden werden die Dinge immer kleiner. Wenn Sie also schon, wenn Sie m selbst nehmen, ja, m selbst hat ein Inverses, nämlich m selbst. Wenn Sie m mit sich selbst schneiden, kommt m raus, das ist das neutrale Element. Naja, gut, okay, das neutrale Element ist aber immer ein Inverses von sich selbst, habe ich vorher schon gesagt. Das ist auch jetzt noch so. Das ist aber jetzt auch schon das einzige invertierbare Element bezüglich dem Schnitt, denn wenn Sie irgendeine kleinere Menge nehmen, dann werden Sie nicht durch Schnitt die plötzlich größer machen. Sie kommen dann nie auf das neutrale Element. Das ist Pech. Und bei der Vereinigung ist es genauso. Wenn Sie zwei Dinge miteinander vereinigen, dann werden Sie normalerweise nicht die leere Menge kriegen, außer wenn Sie die leere Menge mit sich selbst vereinigen. Ja, das ist aber langweilig. In allen anderen Fällen gibt es kein Inverses. Ja, macht aber nichts. Ist halt so. Noch einen habe ich noch. Nehmen wir wieder eine Menge und nehmen als a die Menge aller Funktionen von m nach m. Das hier war die Menge aller Teilmengen. Das hier ist die Menge aller Funktionen. A nach a. Und okay, also die Elemente, die Elemente unserer Grundmenge A sind jetzt nicht Mengen wie vorher, sondern das sind jetzt Funktionen. Und zwar alle Funktionen, die von m nach n gehen. So, auf dieser Menge A, auf dieser Grundmenge A ist die Verknüpfung einer Verknüpfung. Also die Hintereinanderausführung, die praktischerweise auch Verknüpfung genannt wird, weil es nämlich jetzt hier in diesem Sinn auch eine Verknüpfung ist, ist Kringel eine Verknüpfung. Also das ist Komposition. Eine Verknüpfung. Eine Verknüpfung, die, was macht die? Die nimmt zwei Funktionen als Input, verknüpft die, das Ergebnis ist eine neue Funktion, nämlich die Hintereinanderausführung. Ja, was hat die für Eigenschaften? Die ist assoziativ, aber nicht kommutativ, weil f nach g ist normalerweise was anderes als g nach f. Okay. Gibt es eine, also das ist assoziativ, das ist nicht kommutativ, ja, außer vielleicht in einem pathologischen Fall, wenn das m die leere Menge ist oder irgend sowas, dann gibt es halt nur eine Funktion, ja, okay, die ist dann halt auch kommutativ, also die, da ist egal, in welcher Reihenfolge die ich mit sich selbst verkettet, das wollen wir nicht, also normalerweise nicht kommutativ. Und ein Neutralelement gibt es auch. Ein Neutralelement ist die Funktion, die identische Funktion, die jedes Element von m auf sich selbst abbildet. Weil die kann ich mit jedem f verknüpfen, von vorne und von hinten, und es kommt wieder das f raus. Und das ist das, was das Ding zu einem Neutralelement macht, bezüglich Verknüpfung. Und was ist mit Inversen? Ja, da ist jetzt wieder so, manche Elemente haben Inverse und andere Elemente haben keine Inverse. Und die Inversen, das sind genau die Umkehrfunktionen, die man jetzt praktischerweise auch Inverse nennt, weil sie jetzt auch in dem Zusammenhang
die Rolle von Inversen spielen. Das passt also die Terminologie genau zusammen. Inverse, also ein Element von A ist invertierbar, invertierbar, wenn es bijektiv ist. Als Funktion bijektiv ist. So. Okay, das reicht jetzt mal als Beispiele. Und jetzt habe ich gesagt, wir werden als nächstes jetzt die Dinge miteinander kombinieren und sagen, wenn das und das und das erfüllt ist, dann finden wir das toll. Aber bevor wir das machen, wollen wir noch ein paar Eigenschaften beweisen von diesen Begriffen, über diese Begriffe ein paar einfache Zusammenhänge. Und zwar nehmen wir uns eine Verknüpfung her und wollen annehmen, die ist assoziativ. Wir werden immer nur über assoziative Verknüpfungen reden. Und dann sagt der Satz, es kann nicht zwei verschiedene Neutralelemente geben. Die Neutralelemente, entweder es gibt gar keins, das kann sein, aber es kann nicht zwei verschiedene geben. Also wenn ich zwei Neutralelemente habe, dann sind die gleich. Zweitens, wenn ich ein Neutralelement habe und ein invertierbares Element, also wenn es ein Neutralelement und ein invertierbares Element, und wenn ich, dann ist auch das Inverse von dem eindeutig bestimmt. Also es kann nicht zwei verschiedene Inverse für dasselbe Element x geben. Und hier ist da jetzt eine Definition in den Satz eingeschmuggelt. Da schreibe ich dann x hoch minus 1. Das ist ein bisschen die Notation, die wir bei Multiplikation verwenden würden. Die verwenden wir hier jetzt auch. Und drittens sagt der Satz, wenn ich ein invertierbares Element habe, dann ist die Inverse von dem Element auch invertierbar und die Inverse der Inverse ist wieder das ursprüngliche Element. Und viertens, wenn ich zwei Elemente habe, die invertierbar sind, dann ist auch das Ergebnis ihrer Verknüpfung invertierbar und das Inverse der Verknüpfung ist die Verknüpfung der Inversen, wobei Sie darauf achten müssen, dass sich die Reihenfolge vertauscht. Also hier ist x und y, hier ist y und x. Und wenn das Kringel kommutativ ist, ist es natürlich wurscht, aber wenn das nicht kommutativ ist, dann müssen Sie darauf achten, dass sich die Reihenfolge umdrehen kann. Das ist aber jetzt nicht so überraschend, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Das kennen Sie aus dem Alltag. Wenn Sie morgens sich die Socken anziehen zunächst und dann die Schuhe und wollen das abends rückgängig zu machen, dann müssen Sie zuerst die Schuhe ausziehen und dann die Socken. Ja, also es ist klar, wenn man darüber nachdenkt, dass es nur so sein kann. Und so kann man sich dann auch leicht merken. Okay, beweisen wir das. Satz 7.1, also das erste war, es gibt nur ein Neutralelement. Ja, also okay, sein E1, E2, zwei Neutralelemente. Also dann gilt E1. Ist ein neutrales Element, das heißt, das kann ich mit E2 verrechnen und es kommt dann das E2 raus. Weil E1 neutrales Element ist und neutrales Element heißt ja, das heißt, für alle x gilt E1 Kringel x ist gleich x. Ja, und das habe ich jetzt, hier, Sie erinnern sich an die vier möglichen Situationen, in denen sie sein können. Das ist ein Wir wissen für alle. Das heißt, das kann ich instanziieren mit was immer ich will und ich will jetzt das instanziieren mit dem anderen Neutralelement und dann kriege ich das hier raus. Das E2 spielt die Rolle von dem X. Und dann mache ich das Spiel nochmal und ich weiß ja auch, weil E2 ein Neutralelement ist, weiß ich, dass für alle x aus a das auch umgekehrt gilt, also erstens für das andere Element, weil das ebenso ein neutrales Element ist, und zweitens aber, ich kann das nicht nur von links, sondern auch von rechts daran verknüpfen, und das ist in beiden Fällen neutral, es ist sowohl rechtsneutral als auch linksneutral, könnten wir vornehmen formulieren. Und wenn das für alle x gilt, ja, dann gilt es aber eben auch für E1. Und dann kriege ich also E1 Kringel mit E2 ist gleich E1. Na okay, aber die beiden hier sind ja offensichtlich gleich. Und dann habe ich also gezeigt, E1 gleich, 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 E2. Fertig. So.
Zweitens, das war das Zweite. Oh ja, die Inverse, also sein y1, y2 Inverse von x, dann gilt. Also dann, was gilt dann? Das gilt dann x Kringel y1 gleich y1 Kringel x gleich e und x Kringel y2 gleich y2 Kringel x gleich e. So, ja, jetzt nehmen wir mal diese Gleichung hier aus, eine von den Gleichungen, ist glaube ich egal, mit welchem wir starten, aus dem hier folgt. Ja, wenn ich das hier mit irgendwas verkringele, sagen wir y2, von links, dann muss das immer noch gleich sein, weil wenn die beiden gleich sind, dann müssen die beiden hier auch gleich sein. Und wegen Assoziativität, kann ich das jetzt anders klammern. Das hier ist y2 Kringel x. Kringel y1. Das hier ist aber y2, weil e ein Neutralelement ist. Und das hier ist die Assoziativität. Und das hier ist jetzt, weil das y2 eben das auch ein Inverses ist, wegen dem hier, ist das hier gleich e. Und E Kringel mit Y1, das ist dann Y1. Das heißt, das hier ist gleich Y1, weil E ein Neutralelement ist. Und jetzt habe ich Y1 gleich Y2, was zu zeigen war. Okay. Und das dritte und das vierte. Das ist auch nicht schwieriger, können Sie es selbst überlegen. So, und jetzt bauen wir die Sachen zusammen. Und das jetzt dann führt dann zu dem Begriff der Gruppe und ein paar Abstufungen, so ein bisschen wie bei der Ordnung und der Halbordnung. Wir nehmen eine Menge, eine Grundmenge und eine Verknüpfung auf dieser Grundmenge, also irgend so eine Funktion, die zwei Elemente nimmt und daraus eins macht. Und dann sagt man, wenn ich der Menge so eine Verknüpfung hinzuordne, also, dann so, dass ich ein Paar habe, das besteht aus dieser Menge und dieser Verknüpfung, das nennt man ein Magma. Das ist ein Begriff, den werden Sie wahrscheinlich nie wiedersehen, weil meistens hat man eben irgendwelche Eigenschaften von der Verknüpfung, ansonsten kann man eh nichts machen. Und das Mindeste, was man meistens fordert, ist die Assoziativität. Und das ist dann schon eine Halbgruppe. Sobald ich eine Menge habe, auf der eine Verknüpfung erklärt ist, die assoziativ ist, dann nenne ich dieses Paar eine Halbgruppe. Und dann das nächste, was einen interessiert, ist, ob es ein Neutralelement gibt. Und wenn ich eine Halbgruppe habe, die ein Neutralelement besitzt, dann nenne ich die ein Monoid. Und das letzte dann, das große Finale, ist, wenn ich ein Monoid habe, in dem es eben dann ein Neutralelement gibt und in dem ich außerdem habe, jedes Element ist invertierbar, jedes Element hat ein Inverses, das nennt man eine Gruppe. So. Oh, und Achtung, ich habe nicht gefordert, dass das Ding kommutativ ist. Also eine Gruppe muss nicht kommutativ sein. Das liegt halt daran, dass man später auch oft Dinge hat, die nicht kommutativ sind und die will man dann trotzdem noch unter den Begriff fassen. Das ist wieder so ähnlich wie vorher bei der Ordnungsrelation. Das, wovon wir ausgegangen sind, wovon wir motiviert waren, das war eine Totalordnung. Aber Totalordnungen sind nicht häufig genug, dass wir die als Ordnung bezeichnen, sondern Halbordnung, wo wenn fast alles erfüllt ist, was man braucht, aber eins noch fehlt, das ist dann immer noch eine Halbordnung. So. Eine Gruppe muss also nicht eine Verknüpfung haben, die kommutativ ist, kann aber, und wenn das der Fall ist, dann spricht man von einer abelschen Gruppe. Okay, also so ist hier ist nochmal angeordnet, das ist das, was uns hauptsächlich interessiert.
eine Verknüpfung, die assoziativ ist, ein Neutralelement hat und wo alle Inversen existieren. Und wenn wir ganz viel Glück haben, dann ist das Ding auch noch kommutativ und dann ist es eine Abelsche Gruppe. Und die anderen Gruppen, die anderen Begriffe können Sie vergessen, die habe ich dann nur hingeschrieben zur Vollständigkeit, damit Sie es ein bisschen einordnen können. Aber das hier ist das, was die meisten Eigenschaften hat, oder die zweitmeisten, das hier ist das mit den meisten. Die beiden, die schauen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer an. Und da machen wir jetzt, einige Beispiele dazu. Bevor wir Beispiele machen, ein paar Bemerkungen zur Notation. Also ich habe jetzt immer Kringel geschrieben, x Kringel y, x Kringel x oder x Kringel y. Und wenn wir in einer Gruppe sind, dann ist das assoziativ. Das ist eine der Voraussetzungen. Das heißt, ich muss nicht klammern, weil das hier ist dasselbe wie das hier. Und wenn das eh dasselbe ist, dann kann ich das auch einfach so schreiben. Und dem Leser überlassen, wie er das klammert. Wenn das nicht assoziativ wäre, dann wäre hier dann nicht klar, ob der oder der gemeint ist. Aber wenn es assoziativ ist, können Sie es auch so schreiben. Und dann gibt es noch Notationen für so Spezialfälle, wenn Sie Kringel, Kringel, Kringel haben. Und haben den 17 Mal, dann würden wir hier das so schreiben, n hoch 17, das sind so ein bisschen wie bei dem Inversen, x hoch minus 1, da haben wir die Notation uns ausgeliehen von der Multiplikation und das machen wir hier auch, nehmen das als Multiplikation und drehen das sogar noch ein bisschen weiter, man verwendet statt dem Kringel, der wird dann auch irgendwann lästig, kann man auch einfach nur xy statt dem hier schreiben. XXY und schreibt da nichts dazwischen, so wie sie ja auch irgendwie 5x oder so schreiben würden. Und da unsichtbar ist, hat da einen Malpunkt dazwischen. Passen wir aber auf mit 2, 3. Das ist mehrdeutig, das kann 2 mal 3 heißen oder 23. Und das ist aber nicht dasselbe. Das ist ein bisschen gefährlich. Aber Sie können Elemente, wenn es keine Missverständnisse gibt, einfach nebeneinander schreiben und dann meinen Sie damit das Verkettete oder das Ergebnis der Verknüpfung. Und das ist also das eine. Das andere ist, wenn wir jetzt Kringel haben oder Stern oder Punkt, dann ist das alles sehr okay. Aber Vorsicht bei Plus. Also wenn Sie Plus nehmen als Verknüpfung, dann sollten Sie besser nicht diese Notation hier nehmen für das Inverse, weil das Inverse, schreiben Sie minus x statt x hoch minus 1 für das Inverse. Damit es eben notationell nah an dem ist, was Sie gewohnt sind. Also diese Schreibweise hier, die ist gut, wenn Sie, man sagt, wir schreiben die Gruppe multiplikativ. Das klingt sehr hochgestochen, sagt aber eigentlich gar nichts aus. Das sagt nur aus, dass Sie für die Verknüpfung eins von diesen Symbolen hier verwenden und dann für das Inverse das hier und auch diese Sache hier. Und wenn man sagt, wir schreiben die Gruppe additiv, dann meint man verwendet dieses Symbol für die Verknüpfung und weicht dann auf diese Notation für das Inverse auf. Und statt dem hier schreibt man dann auch 17x zum Beispiel. Was ein bisschen, ja, gut, ein bisschen schwierig ist, wenn die Gruppenelemente ihrerseits auch Zahlen sind. Aber meistens passt das so zusammen, dass genau das passiert, was Sie meinen. Ist jetzt auch nichts, was Sie sich unbedingt an allen Einzelheiten merken müssen. Ich will nur ein bisschen eine Sensibilisierung für Notation erreichen. Was eine mathematische Notation bedeutet, ist nicht irgendwie Gott gegeben, sondern das sind alles Konventionen, kulturelle Dinge, die sich irgendwie entwickelt haben.
und die auch nicht unbedingt immer so fugenlos zusammenpassen, wie man sich das gerne wünschen würde. Aber das macht nichts, solange wir uns einig sind, was wir meinen. Eine andere Sprechweise ist, ich habe ja dann in der Definition gesagt, in der Gruppe ist so ein Paar, das besteht aus einer Menge und einer Verknüpfung, die aus dieser Menge erklärt ist. Das ist schön, wenn man das so sagt und man sollte es so sagen. Meistens macht man es sich aber ein bisschen einfacher und sagt einfach, A ist eine Gruppe und sagt dann diese Verknüpfung irgendwie unsichtbar dazu. Die ist irgendwie aus dem Zusammenhang klar und dann unterscheidet man nicht zwischen der Grundmenge, die man auch nennt die Trägermenge der Gruppe, und der Gruppe selbst. Also man sagt dann einfach, A ist eine Gruppe. Also Beispiel, machen wir ein Beispiel. Wir würden sagen, Z mit Plus ist eine Gruppe. Oh, und jetzt noch ganz viele Beispiele. N mit Plus ist keine Gruppe. Denn es fehlen die Inversen. Das Ding ist nur ein Monoid. Das ist auch schön, aber nicht ganz so schön wie Gruppe. Es fehlt ihnen das Minus, die minus 5 zum Beispiel. Keine Gruppe. Oh, was mit Q? Q mit Plus, ja, ist auch eine Gruppe. Sogar eine abelsche Gruppe. Z mit Plus auch. Was ist mit Mal? Das ist keine Gruppe, weil nicht jedes Element ein Inverses hat und jedes Element einer Gruppe muss ein Inverses haben. Und hier gibt es eins, das nicht mitspielt, die 0. Wenn Sie die rausnehmen und als Trägermenge die Menge aller von 0 verschiedenen rationalen Zahlen nehmen, dann kriegen Sie eine Gruppe. So, und hier ist jetzt wieder so, Sie können hier 5, also können wir beliebig weitermachen mit R plus und R ohne 0 mal und so weiter. Auch Dinge, die jetzt nicht, sagen wir P, die jetzt nicht irgendwie einen Standardnamen haben. Ich nehme als P die Menge aller x aus Q, für die gilt x ist positiv und dann P zusammen mit dem Mal von Q ist eine Gruppe. Ja, warum? Also es ist die Menge aller positiven Zahlen. Und Sie können zwei positive Zahlen miteinander multiplizieren. Es kommt wieder eine positive Zahl raus. Das heißt, Sie fallen aus dieser Menge P nicht raus. Erstens. Zweitens, Sie haben ein Neutralelement, nämlich 1. Das zufällig jetzt eine positive Zahl ist. Wenn ich das mit negativ gemacht hätte, wäre an der Stelle Schluss. Und es gibt alle Inversen innerhalb von dem P, weil wenn Sie eine positive Zahl haben, und dann ist 1 durch diese Zahl auch positiv. Ja, das heißt, wir sagen, das P ist abgeschlossen unter den Gruppenoperationen. Und somit ist dann das P selbst eine Gruppe, weil wenn das Mal auf Q assoziativ ist, dann ist es natürlich erst recht auf P assoziativ, ist ja nur eine Teilmenge. Und es ist sogar dann eine abelsche Gruppe. Die Menge aller positiven Zahlen, und es ist dann wieder egal, ob Sie Q oder R nehmen, in jedem Fall ist es eine Gruppe. Natürlich kriegen Sie dann zwei verschiedene Gruppen. Dann hatten wir diese Sache mit Verknüpfung. Also sagen wir, die Potenzmenge von irgendeiner Grundmenge zusammen mit Vereinigung oder Schnitt. Das sind keine Gruppen, weil wieder die Inversen fehlen. Es sind aber Monoide, weil wir haben gesehen, das ist assoziativ, es gibt ein Neutralelement und das ist das, was wir brauchen für Monoide. Das sind Monoide, aber keine Gruppen. Ja, vorausgesetzt, das M ist nicht die leere Menge oder irgend sowas ganz Einfaches. Ja, jetzt, das ist aber schade. Ich hätte vielleicht dann doch gerne eine Gruppe. Da kann man auf A so einer Menge von
Teilmengen trotzdem irgendwie eine Gruppe machen? Oder kann man aus dem eine Gruppe machen? Ja, das ist einfach zu beantworten. Sie können immer aus jeder Menge eine Gruppe machen. Die Frage ist nur, ist es sinnvoll oder braucht man das für irgendwas? Und die Frage ist dann auch, wenn Sie da jetzt nichts zu wissen, also wenn Sie da nichts zu wissen, dann wie könnte man da trotzdem zurechtkommen mit Operationen, die man schon kennt, zum Beispiel mit Verknüpfung, mit Vereinigung und Schnitt? Ja, da gibt es eine Möglichkeit. Wir nehmen Plus, ein Plus mit Kringel, damit ich es nicht mit dem normalen Plus durcheinander werfe. Plus mit Kringel, also soll eine Verknüpfung sein. Das heißt, ich definiere hier, was es ist. A Kreuz A nach A. Also, das nimmt zwei Mengen und macht daraus eine neue Menge. Genauso wie Schnitt und Vereinigung. Und zwar sei definiert durch. So, jetzt muss ich also sagen, wenn ich zwei Mengen nehme, U verknüpft mit V soll sein U, wie ist es? Ja, U vereinigt mit V ohne U geschnitten V. Also, wenn ich mir das so vorstelle, U und V, irgendwelche Elemente von A, also irgendwelche Teilmengen von der Grundmenge M. Und dann wäre diese Menge U plus V besteht dann aus dem hier. Also Vereinigung ohne den Schnitt. Und dann gilt, die Menge A mit diesem Plus zusammen ist eine Gruppe. So, das behaupte ich jetzt einfach mal so. Aber wenn die Behauptung ist, muss man es beweisen. Ich beweise es jetzt nicht. Okay, Assoziativität, das ist meistens eine ziemlich einfache, aber etwas aufwendige Rechnung. Sie überprüfen das einfach durch eine Nachrechnung. Dann Neutralelement. Was wäre ein Neutralelement? Ja, Sie könnten zum Beispiel, das Neutralelement ist die leere Menge. Denn wenn Sie sich zum Beispiel hier V als die leere Menge vorstellen und U als irgendeine andere Menge, dann würde hier passieren, U vereinigt mit der leeren Menge, das ist einfach U. Und hier passiert U geschnitten mit der leeren Menge, das ist die leere Menge. Ja, das heißt, hier nehmen Sie U ohne die leere Menge, das ist wieder U. Das heißt, U verknüpft mit der leeren Menge ist U. Und inverse, das ist dann auch lustig, die Mengen sind alle selbst invers. Denn wenn Sie schauen, was passiert, wenn Sie U mit sich selbst, wenn Sie V gleich U nehmen, U mit sich selbst nehmen, dann haben Sie hier U vereinigt mit U, das ist einfach U. Und hier haben Sie U geschnitten mit U, das ist auch einfach U. Und U ohne U, das ist, das ist die leere Menge und damit das ist also das Neutralelement. Das heißt, jedes Element hier ist selbst invers. Das ist sehr langweilig. Aber es erfüllt dann alle möglichen Voraussetzungen, alle nötigen Voraussetzungen, damit es sich als Gruppe titulieren darf. Also das ist eine Gruppe. Und machen wir noch weitere Beispiele. Vielleicht wieder was mit geometrischen Figuren. Dem hier und dem hier. Und machen wir eine Verknüpfungstabelle. So, und wenn ich die jetzt irgendwie da rein tue, dann haben wir vorher gesagt, dann wird das keine guten Eigenschaften haben. Aber ich kann sie natürlich auch in einer bestimmten Weise da rein tun, zum Beispiel so. Da habe ich jetzt gesagt, dass der Kästchen hier soll das Neutralelement sein, weil wenn sich das Kästchen mit irgendeinem von denen gibt, wieder denselben. Ja, das ist der. Und von der anderen Seite auch. Irgendeiner mit dem Kästchen gibt wieder den irgendeinen. Das ist der hier. Und jetzt muss ich dann hier noch schauen, damit es Inverse gibt, muss ich sicherstellen,
dass in jeder Zeile und jeder Spalte genau jedes Element genau einmal steht. Und da habe ich aber jetzt noch gewisse Freiheiten. Ich mache es mal so, so, so und so. Und dann müssen Sie noch überprüfen, dass das assoziativ ist. Das ist dann wieder so eine lästige Angelegenheit. Aber wenn Sie das so machen, das ist eine, dann kriegen Sie eine Gruppe. A mit dem ist eine Gruppe. Und was hatten wir vorher noch? Wir hatten noch mehr. Wir hatten noch dieses, was war das mit dem M ist eine Menge. Und A als Grundmenge nehmen wir die Menge aller Funktionen von M nach M. Da haben wir gesagt, es sind nicht alle Elemente invertierbar, aber wir haben eine Verknüpfung. Also A zusammen mit der Funktionskomposition als Verknüpfung. Es ist ein Monoid. Weil wir hatten die Identitätsfunktion ausgemacht als Neutralelement, aber nicht jede Funktion hat ein Inverses, also aber keine Gruppe. Das ist bedauerlich, macht aber nichts. Wir könnten uns ja einschränken und sagen, B ist die Menge aller Funktionen f in A. Für die gilt, f ist bijektiv. Ist also eine Teilmenge. Teilmenge von A. Ich werfe die Funktionen, die mich stören, werfe ich einfach raus. Und dann ist jede Funktion invertierbar. Und wir hatten einen Satz, der sagt, die Inverse von einer, oder die Umkehrfunktion, die Umkehrfunktion einer bijektiven Funktion ist ihrerseits auch wieder bijektiv. Das heißt, indem ich hier Inverse bilde, falle ich nicht raus. Und wir hatten auch gesagt, die Verkettung von zwei bijektiven Funktionen ist wieder bijektiv. Das heißt, diese Menge B ist abgeschlossen. Unter Verknüpfung, unter Kringeln. Und damit also ist Kringel von B nach B kreuz B nach B eine Verknüpfung. Und wir sagen, und es ist dann jetzt so, dass diese Verknüpfung alle Eigenschaften hat. Also vorher war das schon ein Monoid, das ist jetzt immer noch ein Monoid, aber jetzt ist auch jedes Element invertierbar, weil wir haben eben genau die Invertierbaren genommen und darum ist das eine Gruppe. B Kringel ist eine Gruppe. Ja, man nennt das die symmetrische Gruppe. Fragen Sie mich nicht, warum. Genannt die symmetrische Gruppe. Auf M. Also, man sagt dann, statt B schreibt man S von M. B. Und für m gleich 1 bis n, für den Spezialfall, sagt man, schreibt man auch Sn statt S von m und nennt die Elemente Permutationen. Ja, ich schreibe Ihnen noch ein paar Permutationen hin. Sagen wir zum Beispiel, das ist ja lustig, das Rechnen mit Permutationen, weil das sind eigentlich ja, sehr, sehr lustige Zeitgenossen. Zum Beispiel sagen wir n gleich 4, dann hätte ich Pi gleich und ich kann das dann so hinschreiben als Wertetabelle: 1, 2, 3, 4. 1 geht nach 2, 2 geht nach 4. 3 geht nach 1 und 4 geht nach 3. So. Und dann kann ich sagen, na gut, was ist dann Pi hoch minus 1? Das ist die Inverse davon. Da muss ich halt jetzt 1, 2, 3, 4 gucken.
1 geht nach 3, ich lese es von nach oben. 1 geht nach 3, also 2 geht nach 1, 3 geht nach 4 und 4 geht nach 2. Wenn Sie 2 eine andere Permutation noch haben, 1, 2, 3, 4, sagen wir 2, 3, 1, 4, so, dann könnten Sie die miteinander verketten und dann würden Sie sehen, das verkettet mit dem wäre irgendwas, 1, 2, 3, 4. Und da sehen Sie dann, jetzt ist dann leider aber die Zeit aus, dann will ich Sie nicht, Ihre Geduld nicht zu sehr strapazieren. Da kommt mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt nicht gerade zufällig eins erwischt habe, wo es passt, aber da kommt normalerweise dann was anderes raus, weil Sie verketten das eine mit dem anderen entweder so rum oder so rum. Und das ist also eine nicht-kommutative Gruppe. Also Sn ist zwar eine Gruppe, eine nicht-abelsche Gruppe. Und zu Permutationen werde ich Ihnen später noch mehr sagen. Im Moment ist es mal nur ein Beispiel, damit Sie mit dem Gruppenbegriff ein bisschen vertraut werden. Und ich werde Ihnen im nächsten Video noch einige weitere Gruppenbeispiele zeigen. Nicht, weil die Gruppen selbst alle so wichtig wären, sondern weil Sie anhand der Beispiele dann sich dem allgemeinen Begriff nähern, indem Sie gucken, was haben diese Beispiele alle gemeinsam. Ja, und das ist dann das, was eine Gruppe ausmacht. Okay, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.